Du hast deinen Lizenzschlüssel für Windows oder für sonstige Anwendungen verloren? Keine Sorge, ich zeige dir in diesem Video, wie du den ganz einfach wiederholen kannst. Ja, wie vor dem Intro habe ich dir schon gesagt, heute zeige ich dir, wie du ganz einfach verlorene Lizenzschlüssel wiederholen kannst. Und zwar machen wir das mit der Software Soft Key Revealer. Die gibt es hier auf der Seite Chip Online zum Download. Der Link natürlich wieder in der Beschreibung. Wir klicken hier auf die manuelle Installation, denn wir wollen keinen Installationsassistenten von Chip Online übersetzen. Brauchst es nicht, dann einfach auf Download. Bereit in 3, 2, 1. Dann, wo soll es hin? Auf den Desktop natürlich. Wird es runtergeladen. Dann können wir das hier einmal auspacken. Was habe ich denn jetzt? Weg damit. So, rechte Maustaste. Entweder alle extrahieren oder hier mit 7-Zip entpacken. Na, haben wir die Datei. Einfach einen Doppelklick drauf und dann die Exe hier einmal starten. Natürlich schon direkt mal gesagt, hier ist nicht viel installiert. Also hier werdet ihr nicht so viele Lizenzschlüssel sehen. Aber wenn ihr was installiert habt, findet, ich habe es aus eigener Erfahrung gemacht, es werden sehr viele Keys auch gefunden. Es gibt nur sehr, sehr wenige Programme, wo es nicht funktioniert, aber sonst wird es überall gefunden. Ihr klickt hier oben einfach auf Scan und dann dauert es einen kurzen Moment. Ja, ist schon fertig. Hier gibt es natürlich jetzt nicht viel zu sehen. Einmal den Windows 7 Ultimate Key und für alle, die sie jetzt gleich wieder aufschreien, den Key abzuschreiben bringt euch nichts, weil das ist die 90-Tage-Demo-Version von Microsoft, die könnt ihr euch selber runterladen. Hier der Key und dann der Internet Explorer. Wusste gar nicht, dass der Internet Explorer einen Key hat, aber egal. Wenn ihr jetzt noch was installiert hättet, wo ein Key gebraucht wird, dann würde der hier natürlich auch wieder stehen und den könntet ihr einfach hier oben mit File, Save, dann heißt es hier, er wurde gespeichert, dann könnt ihr das hier schließen und dann habt ihr hier einen Soft Key Revealer, ein Textdokument, das ihr einfach mal doppelklicken und dann steht es hier drin, also einfach die Logdatei und ihr könnt euch den Key zum Beispiel einfach rechte Maustaste kopieren und irgendwo einfügen. Soweit also, wie du einen verschollenen Lizenzschlüssel wiederholen kannst. Wenn dir das Video geholfen hat, gib einfach mal einen Daumen nach oben und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.